Servus, liebe Zuschauer, grüße euch. Wieder das erste Video nach den beiden Verwarnungen auf Digitaler Chronist Hauptkanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Und jetzt ist noch eine Verwarnung sozusagen aktuell und dann, die ist irgendwann im November weg. Aber wir können ja jetzt schon mal ein bisschen entspannter vorgehen, weil wenn jetzt nochmal eine Verwarnung kommt, dann ist es nicht gleich die Kanallöschung. Ich weiß, das ist unheimlich nervig und an sich ist es. Kann ich das verstehen, wenn es für den Zuschauer eigentlich vollkommen wurscht ist letztendlich, aber ich muss es ja erklären, warum es so chaotisch zugeht auf dem Kanal. Ja, da in diesem Zusammenhang verweise ich auch nochmal auf unsere Netzseite. China, wie auch immer, wenn Evergrande, der Immobilienentwickler, Bauträger, überhaupt alles, was mit Immobilien zu tun hat, ein Riesenkonzern, die Butze, wenn Evergrande pleite geht, werden sich die Menschen in China beeilen, ihr Geld aus dem Aktienmarkt und den Banken zu holen, was ein Kartenhaus offenlegen könnte. Der chinesische Immobilienmarkt steht am Rande des Zusammenbruchs. China hat den Handel von Evergrande und Dutzenden anderer Aktien gestoppt, um zu verhindern, dass sie auf den Boden fallen. Sie wollen, dass sich Panik und Angst auf ausländische Märkte ausbreiten, damit sie nicht den ganzen Schaden absorbieren. Das ist 2008, aber viel schlimmer. Und hier steht es nochmal, wenn Evergrande scheitert, pleite geht, dann wird es einen Bankrun geben, beziehungsweise ich komme da noch dazu. Das hat echt massive Auswirkungen. Es betrifft jetzt nicht nur irgendwelche, wie soll ich sagen, reichen Investoren oder irgendwelche Märkte, sondern das sind auch gerade im Evergrande-Fall Kleinanleger, viele Mitarbeiter übrigens auch, wo sich Evergrande dann als bei den Banken nichts mehr ging, dort dann die Kohle geliehen hat sozusagen, wurden da Anleihen verkauft. Und der chinesische Immobilienmarkt ist am Rande eines Kollapses, so übersetze ich das jetzt mal. Praktisch, dass sie gerade den Handel mit Bitcoin verboten haben, das kriegen sie aber auch nicht irgendwie hin. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, Evergrande. Nochmal ganz kurz, um die Größenordnung hier ein bisschen darzulegen. 300 Milliarden US-Dollar Schulden. Ja, das Prinzip, ich kann es jetzt nicht wirklich ausführlichst erklären, aber das Prinzip war, die haben dann irgendwann, die haben Schulden gemacht ohne Ende, haben gebaut ohne Ende, allerdings auch viele Wohnungen, die dann gar nicht verkauft wurden, ja, und deswegen entstanden diese legendären Geisterstädte in China, riesen Hochhaussiedlungen, wo kein Mensch ist, aber eben auch die Strategie, Grundstücke zu kaufen, dann Wohnungen zu verkaufen, bevor sie überhaupt angefangen wurden zu bauen, also damit irgendwie Liquidität zu generieren, damit weitere Grundstücke zu kaufen und den Baufirmen Schuldverschreibungen. Also es ist ein fürchterliches Chaos dadurch entstanden, ja. Da, wo es viele Verlierer gibt, viele zornige Leute, sage ich mal. Und Handel mit Evergrande-Aktien erstmals ausgesetzt. Hausverwaltung und Immobilien, das ist ein riesen Ding. Und wollen wir mal sagen, 300 Milliarden Dollar Schulden. Ein Weltkonzern wie Nestlé hat 87 Milliarden Dollar Umsatz jährlich. Ja, also damit man mal die Größenordnung sieht. Und Nestlé ist jetzt nicht gerade der kleine Player auf dem Markt, auf dem Lebensmittelmarkt und generell. Ein Grund nannte die Hongkonger Börse in ihrer Mitteilung am Montag nicht. Das ist das erste Mal in der jüngsten Liquiditätskrise des mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar verschuldeten Unternehmens, dass der Handel mit seinen Aktien ausgesetzt wurde. Nur mal so, der Bundeshaushalt hat irgendwie um die 360, 370 Milliarden Jahr pro Jahr geben wir aus im Bund. Wie der chinesische Online-Nachrichtendienst Kalian unter Hinweis auf informierte Kreise berichtete, will der chinesische Immobilienkonzern Hopsen mit 51% der Mehrheit an dem Hausverwaltungsarm Evergrande, also es wird jetzt irgendwie schon verscherbelt, 40 Milliarden, das bringt jetzt aber auch nicht viel. Da wird offenbar schon aufgeteilt. Evergrande gilt als das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen. Der Konzern muss Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht zu bezahlen.
Zudem schuldet Evergrande Kleinanlegern darunter, das ist das, was ich gemeint habe, darunter vielen Mitarbeitern mehrere Milliarden Dollar. Der Konzern ist so groß, dass einige Experten eine Ansteckungsgefahr für die chinesische Wirtschaft und darüber hinaus befürchten. Die Chinesen sagen, ja, die chinesische Regierung sagt, na, wollen wir eigentlich nicht retten, sonst kommen sie uns alle, aber bei, das sind, der Konzern, die Schulden, das sind 3% des Bruttoinlandsprodukts. Und China ist schon wirklich ein Riesenland und vor allem auch wirtschaftlich Wahnsinn. Das zieht weitere Kreise. Chinas Fußball-Rekordmeister steckt mit drin. Also, du musst dir vorstellen, es wäre so, wie wenn FC Bayern plötzlich sagt, hey, Moment mal, wir kriegen unsere Allianz Arena nicht mehr fertig gebaut oder unsere Gehälter nicht mehr bezahlt, ja, von unseren Millionären. Die Evergrande-Krise sorgt auch für Probleme im Profisport. Chinas Rekordmeister FC Guangzhou gehört mehrheitlich dem überschuldeten Immobilienkonzern. Entsprechend groß sind die Sorgen, wie es weitergeht. Ihr kriegt alle Verweise entsprechend archiviert natürlich auf in die Beschreibung gebe ich die. Enorme Schuldenberge in China. Die Regierung weiß um die Risiken und will sie reduzieren. Ihr Problem macht sie ernst, könne dies schwere Turbulenzen ausrichten. Das ist dieser Artikel hier in der NZZ, den werde ich auch. Das ist eine dieser Geisterstädte, nicht bewohnt. Bauerndörfer wurden schnell hochgezogen, Hochhaussiedlungen. Und hier haben sie jetzt, das ist jetzt diese Sache, mit diese. Als die Konzernleitung bei Evergrande vor einigen Monaten spürte, dass es immer schwieriger wurde, bei chinesischen Banken neue Kredite zu bekommen, entwickelt sie kurzerhand ein neues Modell, um sich Liquidität zu sichern. Das Management drängte Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten Schuldtitel auf und versprach ihnen verlockende Renditen von bis zu 25%. Ding Yumei, die Ehefrau des Evergrande-Gründers Xu Yajin, ging mit gutem Beispiel voran und investierte gleich 3 Millionen Dollar. Statt bei den Banken ließ sich Evergrande das Geld nur bei gutgläubigen Mitarbeitern und Kunden. Denen drohen angesichts des wahrscheinlichen, der wahrscheinlichen Insolvenz des Immobilienentwicklers nun große Verluste. Das trägt jetzt auch nicht gerade zum gesellschaftlichen Frieden bei. Hier geht es auch noch um den insgesamt, wie das eigentlich in China funktioniert. Ja. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die Privaten, hatten dann irgendwie keinen Zugang mehr zu Bankkrediten und dann hat sich da ein eigenes Schattensystem entwickelt, wo sich die gegenseitig Geld geliehen haben, sozusagen selber dann als Bank quasi aufgetreten sind und das hat auch zu wahnsinnigen Verwerfungen geführt. Die chinesische Staatsführung hat es ein bisschen eingedämmt. Aber man darf auch nicht glauben, dass die KP China jetzt da das ganze Land komplett permanent unter Kontrolle hat. Da sind diese Provinzfürsten, die können auch relativ lange alleine da vor sich hin wirtschaften. Kommt ja auch immer wieder vor, dass es eine Meldung gibt, hier wegen Korruption wurde einer hingerichtet, zum Tode verurteilt oder wie auch immer. Aber die Chinesen wollen es natürlich auch nicht so bei jedem Fall jetzt öffentlich machen. Natürlich die eine Sache, ja hier, seht her, wir bestrafen die Leute, die korrupt sind. Auf der anderen Seite darf es jetzt auch nicht so viel sein, dass die Leute sagen, im Moment mal, hier ist ja alles korrupt. Ja, also da haben sie auch ein Problem. Chinas Regierung weiß, warum sie derartige Obergrenzen einführt. Die chinesische Immobilienbranche, bestehend aus 20 bis 30 großen Konzernen und hunderten kleiner Anbieter, ist bis über die Halskrause verschuldet. Es ist ja nicht nur hier, allein die Bruttoschulden der Evergrande Group betragen etwa 3% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wirklich, da schlummert eine Bombe, ja, jeder ist alles in verschuldet, was hat es mit uns zu tun? Also natürlich wird der Zusammenbruch nicht in einem Land wie Deutschland oder irgendwo anders stattfinden, sondern überall, ja, also alle laufen hier auf Kante, ja, wirklich ist auch auf Kante genäht das Ganze, ja, auch in der EU, Eurozone sowieso, aber auch in der gesamten EU, in den USA, in Südamerika, in Asien, wo du eigentlich hinschaust, ja, Afrika brauchen wir gar nicht mal erwähnen, ja, an der Stelle. Und wenn China sozusagen zusammenbricht, ja, in irgendeiner Art und Weise, dann dürfte das aber äußerste Auswirkungen von uns haben. Für uns haben jetzt, ist ja schon hier Automobilhersteller müssen Werke schließen, beziehungsweise die Produktion unterbrechen, einstellen, weil Halbleiter fehlen, also Chipproduktion, hat aber auch teilweise auch noch mit der Corona-Situation in Asien zu tun, aber bestimmt auch andere. Wir können ich kann und ihr auch, wir können nur das sehen, was wir gezeigt bekommen, ja, weil hier haben wir noch, China hat nämlich nicht nur den Immobilienproblem, sondern auch ein schweres Energieproblem, ja, und
Die Schwachstellen der Stromversorgung. Hier sieht man einen jungen Chinesen, der mit dem Handy da sein Essen irgendwie beleuchtet, damit er überhaupt irgendwas sieht. Wobei das schaut mir ein bisschen gestellt aus, weil ich meine, wie kriegt er das Essen gekocht ohne Strom? Gas vielleicht, aber das, naja, und okay, der Kühlschrank ist aus, weiß ich nicht. Ja, kann sein, dass das jetzt vielleicht gar nicht realistisch ist, irgendwie. Schnellimbiss quasi. Es sind Szenen, die man nicht in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erwarten würde. In Schulen werden unangekündigt die Lichter abgedreht. Senioren sitzen stundenlang in ihren Wohnungen fest, weil die Lifte der Hochhaussiedlungen nicht mehr funktionieren und der Feierabendverkehr artet in ein Chaos aus, nachdem die Ampeln und Straßenbeleuchtungen ausgefallen sind. Es ist ein Mix aus verschiedenen Problemen. Die Chinesen haben mit Australien einen Handelsstreit und die Australier verkaufen den Chinesen gerade keine Kohle. Die Chinesen haben gedacht, okay, wir haben genug noch in den Lagern, mal schauen, wer das länger aushält. Die haben ein bisschen gezockt und haben sich offenbar verzockt. Und es gibt immer noch keine Kohle aus Australien. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Ja? Australien ist jetzt auch nicht der Hauptlieferant für Kohle nach China. Natürlich tut das weh, aber das könnte man noch ausgleichen. Aber insgesamt haben die Chinesen nicht vorgesorgt und haben halt einfach nicht genug Kohle auf Lager zum Verfeuern, gerade für Energieerzeugung, Stromerzeugung. Und die Kohle wird immer teurer. Und für die Kraftwerke ist es eigentlich fast ein Minus, ist ein Minusgeschäft überhaupt jetzt mit Strom zu erzeugen, weil die Strompreise staatlich gedeckelt sind. Okay. Das bedeutet, da gibt es Rationierungen. Firmen können 2 bis 4 Tage nur noch in der Woche arbeiten. Es soll den Leuten wird angeraten, hier ein bisschen weniger Strom zu verbrauchen. Oder wird angekündigt, ja, hier zwischen so und so und so und so ist hier nichts. Müsst ihr vorsorgen. Also stellt euch drauf ein, da gibt es keinen Strom. Ja, und wie gesagt, also auch das hat mit uns zu tun. Ja. Weil auch die Energiekrise wird es weltweit geben. Ja, bei uns natürlich besonders, das ist klar. Und hier haben wir einen Thread, den finde ich wirklich toll, der vielleicht nicht ganz, den ich jetzt vielleicht nicht ganz unterschreiben würde. Markus Ewald, aber der erklärt es nochmal in einem Twitter-Reihe, sage ich mal, die Anzeichen, dass wir uns an einer Logistik und Energie, dass wir uns einer Logistik- und Energiekrise nähern, verdichten sich. Ich habe mal ein paar Quellen und Gründe gesammelt. China zu trocken, das ist auch so eine Geschichte. Ich habe vor ein paar Wochen noch gehört, der Staudamm läuft über. Also so viel zu Informationen. Ja. China zu trocken, Strom durch Staudämme braucht Wasser. Der Sommer war sehr trocken. Bild des Drei-Schluchten-Staudamms hier. Ja, also ist jetzt schon zu erkennen, also viel Wasser ist da jetzt nicht. Mangels großer eigener fossiler Reserven hat China viel auf Staudämme gesetzt. Ja, also nicht nur die Drei-Schluchten-Staudämme, Wasserkraft generell auch. Ja, wobei immer noch 50%, über 50% Kohle der Grundstoff für die Energieerzeugung ist, aber wie gesagt, auf Staudämme gesetzt und das war dieses Jahr mangels Regen oder aufgrund wenig Regens natürlich dann auch weniger Strom erzeugt wurde mit Wasserkraft. 15% weniger Energie als sonst üblich gab es deshalb im Juni im Süden Chinas. Fabriken mussten 1 bis 2 Tage pro Woche schließen. Zweitens, Kohle knapp. China hat Australien mit einem Handelsembargo belegt, darunter auch Kohle. Sie dachten, dass ihre Reserven länger reichen als der Atem der Australier, ist aber nicht der einzige Grund, ja, mit der australischen Kohle. China ist jetzt nicht komplett abhängig von australischer Kohle. Es sieht so aus, dass die chinesischen Reserven aufgebraucht sind. Eine Tonne Kohle kostet Produzenten in China $400, auf dem Weltmarkt 250 und sie haben nicht genug. Viele Fabriken müssen nun aber eben auch weil ihnen das Geld kostet, wenn sie Strom produzieren, ja, weil der Strompreis staatlich reguliert ist. Ja, also sie können jetzt nicht die höheren Kohlekosten oder überhaupt Produktionskosten von Strom auf die Verbraucher umlegen. Und deswegen zahlen sie dann letztendlich drauf, wenn der Kohlepreis so steigt. Viele Fabriken müssen nun 3 bis 4 Tage ohne Strom auskommen, da die verbliebene Menge für Stahlproduktion und Ähnliches genutzt wird. Hier sieht man das mal. Das ist Ebene 1, doppelt kontrollierte Provinzen, Warnprovinzen. Und hier wird auch
Also hier wird richtig rationiert und hier in den gelben wird auch ein bisschen rationiert. Die grauen sind noch relativ normal. Provinzen, das hat Konsequenzen. Die Produktion lahmt, der innere Frieden bröckelt. Den Lastwagenkolonnen mit Kohle aus der Mongolei schadet Corona. Also das heißt, es wird verzögert sich durch Corona, durch irgendwelche Tests oder keine Ahnung. Das alles entwickelt sich unvorhersehbar. Aber insgesamt fließen Waren langsamer über den Erdball. Energiepreise steigen weltweit und China könnte sich unter Stress anders verhalten als üblich. Die International Chamber of Shipping hat die UN-Vollversammlung vor 4 Tagen in einem offenen Brief dazu aufgefordert, sämtliche Covid-Beschränkungen für das Transportwesen nach gezielter und prioritärer Impfung der Logistikkette aufzuheben. Ja, dann haben wir viele Volkswirtschaften sind betroffen. Die Supply Chain Probleme, also die Lieferkettenprobleme in den USA beispielsweise betreffen, Obacht festhalten, Klopapier. Retailers mourn the basics including toilet paper could once again be in short supply. Also könnte knapp werden. In China nehmen die Stromausfälle dramatisch zu, hat man ja gerade. Opel in Eisenach seit Donnerstag in Kurzarbeit. Supply Chains und Arbeitskräftemangel führten zu temporären Maßnahmen, until the factories reopens, bis die Fabriken wieder aufmachen. Hoffentlich irgendwann nächstes Jahr. Ja, also Opel. Gibt aber auch noch, wieder gesagt, einen anderen Grund bei Opel, dass die Halbleiter, so wird es zumindest gemeldet, aus Malaysia wegen Corona die Fabriken nicht arbeiten oder sehr eingeschränkt. Und das gilt natürlich auch für alles andere, ja? Halbleiter, Chip-Herstellung, Handys, Computer, Auto, sowieso Chips, also Steuergeräte, Waschmaschinen, Facility Management, alles, Haustechnik, alles, ja. Gibt ja nichts mehr, was nicht computergesteuert ist. Und da, die brauchen alle diese Halbleiter. In Russland fehlen Ramen, Nudeln im Supermarkt und außerdem 600.000 Arbeitskräfte, die sonst aus Zentralasien kamen. Das ist auch aufgrund von Corona. Und über die Hälfte von Chinas Hauptland quasi, Mainland, Provinzen wurden gezwungen, die elektrische die Stromversorgung runterzufahren. Die größten industriellen Provinzen wurden cut just as they try to dig the way out of the. Sie haben gerade, genau, gerade jetzt, wo sich die Wirtschaft erholt, ja. Und die Lieferketten wieder aufgebaut werden, jetzt habe ich es verstanden, wurden denen auch dann noch mehr der Strom gekappt, weil die nicht gerade diese industriellen Zentren eben einen brutalen Stromverbrauch haben und der nicht gewuppt werden konnte. Zusammengefasste Lage. Wir sind am Beginn einer weltweiten Lieferkettenkrise. Produktion sinkt auch in Deutschland. Nachfrage kann nicht befriedigt werden. Preise steigen für Energie, Lebensmittel, Autoreifen oder Plastik-Weihnachtsbäume. Das kann man aber jetzt nur exemplarisch. China ist mitten in einer Energiekrise, Produktion sinkt, Energiepreise steigen, es wird rationiert. China ist am Ende einer Immobilienkrise, Nachfrage sinkt. Wir sind am Beginn der Delta-Winterwelle. Naja, also da will ich das mal nur mal vorlesen. Präventives Krisenmanagement für Organisationen der Art umfasst. Das könnt ihr dann gerne noch selber lesen. Ja, also, wenn China hier wirklich schon Schnupfen bekommt, dann haben wir hier schon eine richtige Grippe, ja, weil wir kriegen wirklich mittlerweile alles aus China, ja, wirklich, wir exportieren auch nach China, natürlich Autos, Technik, auch Schweine übrigens oder andere Lebensmittel, aber da kommt schon ein bisschen mehr von China zu uns rüber, ja, als wir da drüben und mittlerweile werden die Autos ja auch immer mehr in China selbst schon hergestellt. Und das kostet, ja, wenn hier die Produktion einbricht und eben nicht mehr voll hochgefahren werden kann oder runtergefahren werden muss, wie auch immer, dann gibt es Knappheit und Knappheit heißt höhere Preise. Ja, das ist schon mal klar, das Angebot sinkt und die Nachfrage bleibt gleich, einmal eins und damit steigen die Preise. Und da sind wir ja schon und die Preise werden ja künstlich sowieso angeheizt über Energiepreis. Erhöhungen, Benzinpreis, Heizöl, CO2-Steuer generell ein Irrsinn und alles andere wird ja auch immer dauernd ständig teurer. Ist ja auch gewollt, wir rutschen in die schönste Inflation rein. Ja, glaubst du einfach nicht. Und
Wie gesagt, wenn China wirklich jetzt echt die Riesenprobleme bekommt, ja, die haben einmal diese Energiekrise, Produktionskrise und diese Immobilienblase. Und wenn dann die Anleger, und es sind übrigens 1,2 Millionen Wohnungen, die schon verkauft wurden, nur damit die Größenordnung von diesen Everglade dann nochmal, oder wie heißt das Ding, Evergrande, nochmal da zu legen, 1,2 Millionen Wohnungen verkauft, auch schon bezahlt, aber noch nicht gebaut. Ja, und China ist ein Riesenland mit über 1 Milliarde Leute, aber irgendwann, wenn mal so eine kritische Zahl von Leuten sauer wird, dann hat die KP aber auch ein Problem, also die Staatsmacht quasi. Und wenn es dann da richtig losgeht, dann ist eh vorbei mit großartig Produktion, jedenfalls nicht mehr in der bisherigen Form. Und dann schaut es wirklich, wir kriegen wirklich alles aus China. Ja, wirklich alles, von Plastikspielzeug bis Pharmazeug bis Computer, Laptops, alles einfach. Ja, wirklich. Ja, Autositze, merkt man ja jetzt schon, die Autowerke können nicht weiterbauen. Da fehlen ja nicht nur Halbleiter, da fehlen ja auch noch andere Teile, um ein Auto fertig zu bauen und ausliefern zu können. Ja, und das bedeutet wiederum keine Produktion, kein Verkauf, keine Steuern, die bezahlt werden, kein Konsum. Keine Umsätze. Ja. Also, liebe Leute, ich habe das mal ein bisschen aufgedröselt, weil man sich vielleicht denkt, ja, okay, also hier in Deutschland, aber es wird weltweit, wir werden weltweit hier einen Zusammenbruch erleben. Das bin ich mir mittlerweile wirklich überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auch wenn ich dann, wenn ich hier absolut kein Fachmann bin, aber das kann man ja greifen. Ja. Wenn das stimmt, was uns hier der Mainstream erzählt, muss man ja sagen, wobei es ist schon auffällig, es wird jetzt nicht wirklich thematisiert. Es kommt natürlich die Meldung, aber es wird jetzt nicht rauf und runter geschrieben. Es wird gemeldet, pflichtschuldig, aber es wird auch nicht die Dimension gemeldet, was das für uns und für Europa und auch für die USA bedeutet. Vielleicht kann man das gar nicht abschätzen. Ja? Vielleicht kommen wir aus einer ganz anderen Richtung und dann haben wir Probleme, wird keiner mehr irgendwie an irgendwelche 2G oder 3G denken, ja? Also das wird dann wie von selbst, wie von Geisterhand verschwunden sein, wenn sie sich drängeln, um noch irgendwie einen Sack Kartoffeln zu bekommen. Ich ne, wirklich, ja? Leute, ich appelliere nur an euch nochmal und immer wieder, ja? Bereitet euch ein bisschen vor, kauft ein bisschen Wasser, wirklich ein paar Liter, 20, 30, 40 Liter für ein paar Tage. Ihr habt beim Blackout habt ihr kein Wasser, könnt nicht aufs Klo gehen und könnt nichts erwärmen und so weiter. Also nachdenken, Batterien, Radio, was ohne 220, also mit Batterien läuft und vielleicht ein Gaskocher, Campingkocher, irgendwas, Konserven. Ja, es gibt genug Prepper-Videos, wir haben auch schon welche gemacht und Direktübertragungen. Outdoor Chiemgau wäre auch in dem Zusammenhang zu nennen. Bitte euch, seid ein bisschen vorbereitet, nicht nur geistig, psychisch, ja, dass da eine riesen, riesen Geschichte auf uns zurollt, sondern eben auch materiell quasi. Und damit meine ich nicht Geld, ja, sondern wirklich Zeug, was man essen kann. Weil irgendwie 10.000 Euro in kleinen Scheinen nützen dir gar nichts, wenn du nichts mehr zu fressen hast. Ja, und der nimmt dann auch keiner mehr die Euros übrigens. Ja, das wäre der zweite Umstand, an den man denken muss. In diesem Sinne, danke euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Verweise zu den aufgerufenen Seiten findet ihr ganz unten in der Beschreibung, sowie auch Angaben, um uns unseren Kanal hier zu unterstützen. Und ansonsten gilt weiterhin und nach wie vor. Liken, teilen, kommentieren und abonnieren bitte. Hier in der Ecke ist der Abo-Knopf, beziehungsweise da unten unter dem Video auch nochmal. Seid so lieb und abonniert uns, weil wir greifen jetzt wieder voll an auf unserem Hauptkanal und damit wir da wieder irgendwie uns ein bisschen berappeln. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Macht es gut, ihr Lieben. Servus, danke euch. Ich meine, das ist alles nicht so wahnsinnig lustig,
Aber ich kann ja hier irgendwie auch nicht sagen, ja gut, das ist jetzt irgendwie nicht so schön, das lasse ich mal weg. Ja. Will ich ja auch irgendwo informieren an der Stelle.